ja, bei manchen steigt die Nervosität, andere sind ganz ruhig. Und ich bin gerade auf einer Weidesuche, wo kein Pferd drauf steht. Dann würde ich da jetzt anfangen mit Nachsäen. Bis gerade noch mit den Mitarbeitern hier gesprochen an Burg Stammeln, wo ich jetzt gerade bin. Und ja, mir macht das riesig Spaß, endlich wieder zu Hause viel arbeiten zu können, zu dürfen. In den letzten 7 Monaten ist einfach so dermaßen viel liegen geblieben, was jetzt dann, ja, wo ich dann jetzt helfen kann, aufzuarbeiten. So, ich glaube, hier ist alles belegt. Ja, für die Leute, die hier zuschauen und hier die Weidepfähle sehen, diese Kunststoffpfähle, wir wollen hier die ganzen Weiden neu machen. Wir haben schon neue Weidepfähle da und die wären also abzugeben. Die weißen Kunststoffpfähle hier würden wir abgeben. Wenn es da jemanden gibt, der die haben möchte, gerne bei mir melden. Und ich begrüße auch wieder den, der seinen Finger auf dem Smiley-Knopf hat. Schön, dass es dich gibt. Es ist immer gut, dass es gut gelaunte Menschen gibt und das auch zum Ausdruck bringen. Und wenn man sonst keine Möglichkeit hat, den Finger benutzen kann, um auf Dauer Funktion auf die Taste zu drücken. Hier ist gerade ein Fischreier, der vorbei donnert. Ja, ihr seht, die Weiden sind alle ziemlich mitgenommen. Es war ein sehr nasses Jahr. Haben es bitter nötig, dass hier nachgesät wird. Und ich werde aber hier keine finden, wo ich jetzt drauf kann. Dann fahre ich auf eine große Weide von den Gruppenhaltungen und fange da an zu säen. Schau mal. Ich will nicht, dass die ganzen Pferde nämlich hier anfangen zu galoppieren, wenn ich jetzt hier das Gebläse anmache. Dann fahre ich lieber auf eine andere Stelle. Mach da weiter. Im Hintergrund seht ihr das Kraftwerk Niederaußen. Da ist gerade ein Pferd hingefallen. Probiert aufzustehen. Und das erfolgreich. So, ich drehe mal, nehme euch noch mal mit. Ja, und ich bin wirklich richtig gut überrascht, wie es hier aussieht. Wie gesagt, ich war länger nicht mehr hier, beziehungsweise habe hier länger auch nicht mehr gearbeitet, weil einfach ja, das Ahrtal an erster Stelle stand. Hier ist viel Arbeit liegen geblieben. Die Anlage hier haben wir 2020 übernommen, ne? 1.1. oder war es 2021? Ich überlege gerade, ne, ich glaube 2020. Und haben hier richtig viel Arbeit reingesteckt. Wir haben hier zum Beispiel an der Halle, die ihr da vorne seht, die ganze Verglasung neu gemacht, neu gestrichen. Daneben ist eine Offenstallhaltung, auch alles neu gemacht, auch von innen. Dahinter sieht man die Burg rausschauen. Ja, und die Nervosität hier ist extrem groß. Jetzt werden hier Pferde reingeholt, sehe ich gerade. Dann werde ich auf die Weiden jetzt fahren und hier einfach anfangen zu säen. Ja, das war nur das Wort zum Tage. Heute Morgen war ich ja nicht online. Ich hatte einen Termin am anderen und dementsprechend auch nicht viel Zeit im Moment. Es ist einfach echt heftig, was zu Hause zu tun ist und an Termin ist. So, die Pferde werden reingeholt. Ich fange jetzt hier mit den beiden an. Wie gesagt, wer die Pferde hier haben möchte, diese Kunststoffpfähle, kann sich gerne melden. Das sind, glaube ich, alte Fensterprofile, beziehungsweise hier die runden, sind, glaube ich, Originalpfähle und da werden einige zusammenkommen. In dem Sinne, macht's gut, wir hören und sehen uns. Bis später. Tschüss. Ich muss noch mal ein kurzes Video machen und das hier ist ein Agrarvideo, also nichts über Pferde oder sonst was. Es geht nochmal um die ganze Geschichte um den Weizen. Wir alle haben zu Hause einen Feuermelder hängen. Der Feuermelder macht sich bemerkbar, wenn sich Rauch entwickelt. Wir sind gerade in der Phase, dass sich Rauch entwickelt auf dem Getreidemarkt und wir schlagen Alarm. Wir Landwirte schlagen Alarm. Fachzeitschriften schlagen Alarm. Die Politik schlägt Alarm und ich habe gerade noch einen Beitrag geteilt,
mache mal gerade das Gebläse aus, weil mir das einfach hier zu wichtig ist. So, Drehzahl runter. Ich habe gerade noch einen Beitrag geteilt von Agrar Heute. China kauft alles auf an Getreide, was die im Moment kriegen können, weil die Angst haben, dass zu wenig da ist. Also Weitsicht ist jetzt gefordert und nochmal der Aufruf an Cem Özdemir, bitte handeln Sie jetzt richtig. Es ist nicht mehr viel Zeit da, dass wir überhaupt noch einsäen können, dass es überhaupt noch Sinn macht. Es ist sowieso die Frage, ob überhaupt noch genug Saatgut da ist oder ob man jetzt Wintergetreide einsäen muss oder ich weiß nicht, Herr Özdemir, Sie sind der Chef, Sie müssen eigentlich wissen, wie Sie den Laden am Laufen halten, indem wir genug Lebensmittel haben, bezahlbare Lebensmittel. Bezahlbar liegt hier wirklich auf dem Fokus. Ich kann es nicht verstehen, warum man das einfach alles so laufen lässt. Ich kann es schon verstehen, weil die meisten Leute keine Ahnung von Landwirtschaft haben. Ich kann nur einmal im Jahr ernten, das sei nochmal gesagt. Es ist nicht wie bei der Autoproduktion, wo jeden Tag ein Auto irgendwo vom Fließband geht. Nein, in der Landwirtschaft wird einmal im Jahr geerntet, das ist im Sommer. Damit wir im Sommer ernten können, muss spätestens jetzt das Saatgut in den Boden, das was ich hier gerade mache zum Beispiel, Grassamen in den Boden. Wir können jetzt kein Gras essen, wir können Gras veredeln, indem wir das in der Fleischrasse Rind zum Beispiel zu fressen geben, wäre eine Möglichkeit. Aber nein, wir brauchen Getreide. Man stelle sich mal vor, man kann sich jeden Tag nur noch 80% von dem zu essen leisten, was man sich aktuell leisten kann. Dann geht das einen Tag gut, den zweiten Tag gut, den dritten Tag, merkt man schon, hat man Hunger. Und nach 30 Tagen ist man fast bereit, jeden Preis zu bezahlen, um die letzten 20% noch zu kriegen, damit man satt wird. Wenn etwas zu wenig da ist von Lebensmitteln, dann explodiert der Preis und der Preis geht immer weiter nach oben. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht gegen agiert. Ich habe keine Ahnung, warum nicht ein klares Signal kommt vom Herrn Özdemir, der nun mal unser Oberster ist für die Landwirtschaft, der zu bestimmen hat. Es muss alles ausgesetzt werden, was irgendwie die Lebensmittelproduktion vermindert. Ich weiß nicht, wie ich es noch sagen soll. Wir werden leider das dicke Ende alle erfahren und es tut mir wirklich leid, dass wir anscheinend von den Entscheidern keinen mehr da oben haben, der diese ganze Situation überhaupt einschätzen kann. Die letzten 4 Jahre, die wir hier erlebt haben mit den Reitanlagen, haben wir 3 Jahre Dürre gehabt. Das kommt noch dazu. Wir haben zu wenig Heu ernten können. Das Gras wurzelt flach, das kommt nicht unten ans Wasser dran. Nach 3 Jahren Dürre hintereinander war sowieso kein Wasser mehr im Boden. Wir hatten eine Missernte mit Gras. Wir mussten Gras importieren von der polnischen Grenze nach Russland, da wo Jacek her ist. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Preisexplosion war. Wir mussten extra Geld nehmen für Heu, die Stallmiete nach oben setzen für diese Zeit. Und das ist jetzt Pferdefutter, aber es geht um Menschenfutter. Deshalb nochmal mein eindringlicher Appell. Ich hoffe, dass es irgendwie ankommt, Herr Özdemir. Sie werden gleich hier mit Sicherheit noch markiert werden. Bitte, bitte handeln Sie im Sinne der Menschen, für die Sie Verantwortung zu tragen haben. Und wir haben im Ahrtal schon vielen Politikern den Arsch gerettet, indem wir aufgeräumt haben, weil sonst wird es da immer noch aussehen wie zu Anfang. Und ich kann nur an Sie appellieren, Herr Özdemir. Wir würden gerne mitretten, was zu retten ist. Sie müssen uns nur ein Zeichen geben und ich hoffe, dass das endlich passiert. Wer sich jetzt mit dem Wetter mal befasst und mal schaut, was an Regen, an Niederschlag gemeldet ist in der nächsten Zeit, der wird sich wundern. Auch da gibt es schon Prognosen. Ich hoffe, dass die nicht eintreffen werden. Ich möchte auch keine Panik verbreiten, aber der Faktor Wetter ist für unsere Produktion bestimmend. Wenn der Faktor Wetter nicht mitspielt, ist unsere Ernte in Gefahr. Das kommt noch alles dazu. Und ich kann nur sagen, der Boden hier, ich schalte mal die Kamera um. Der Boden hier ist es extrem trocken. Wir hatten Frost, wir hatten Wind, wir hatten zwar viel Niederschlag, aber für das Gras sehe ich schon wieder eine gewisse Gefahr. Wie gesagt, das Gras geht nicht tief in den Boden. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Leguminosen hat, die wurzeln zum Teil bis 3 Meter in die Tiefe. Die kommen immer noch an Wasser dran. Aber es gibt eben Getreide oder Gras, das wurzelt nicht tief. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Ich bete zu Gott, dass alles gut geht, dass ich in einem Jahr ein Video mache und sage, mein Gott, was warst du doch aufgewühlt letztes Jahr, was hast du für Videos gemacht? Gott sei Dank ist das nicht eingetreten, Gott sei Dank hast du nicht recht gehabt. Und da bete ich für, dass wir Unrecht behalten mit unseren düsteren Prognosen. Und
Ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir sind auch nicht mehr die Reichsten der Welt. Es gibt auch andere Nationen, die vordenken, die jetzt noch kaufen, wo es bezahlbar ist. Wenn jetzt die Tonne schon 500 Euro kostet und sie kostet demnächst 1000 Euro oder noch mehr, keine Ahnung, wer sich das noch leisten kann und leisten möchte. In dem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden, die hier zuschauen. Es fehlt jetzt nur noch ganz oben, dass die das auch verstehen. In dem Sinne, wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao. Hier steht zwar Stopp auf dem Weg, aber wir wollen nicht, dass gestoppt wird, sondern wir wollen, dass es hier weitergeht und genau. Vor allem mit Vollgas. Ja, genau so schaut's aus. Willkommen bei Baustoff Spenden Erftstadt. Markus hat unseren Aufruf gehört, ist heute hingekommen, weil wir haben ein paar Themen, die wir heute gerne als Hilfeaufruf starten würden. Beispielsweise Nummer 1, wir sehen gerade die Schlange, das sind die Betroffenen, die bei uns Baustoffspenden bekommen. Und auch da brauchen wir zukünftig immer noch weiter Hilfe. Und wir haben das Thema Ukraine. Und ich glaube, wir gehen mal hin, wo Finchstiller ist. Ich glaube, das rauscht hier. Ja. Also es werden ja mittlerweile zwei Themen abgearbeitet hier bei euch. Und ich habe... Wir sind gerade live. Live ist live. Live ist live. Templatten kannst du mit dem Kalle machen, der sagt dir die Menge, die wir rausgeben. Ja, den suche ich. Ja. Hallo. Gehen wir mal weiter. Zwei Themen, die laufen. Da einmal das Thema Ukraine und natürlich vorrangig natürlich auch das Thema Baustoffe für Flutbetroffene, der Flut. Auch hey. Da sieht man, dass Hilfe immer noch nötig ist. Und wir brauchen weiterhin Baustoffe für die Betroffenen. So, ziehen wir auch mal unsere Maske an. Jetzt bin ich Henry Maske. Und dann würde ich dich auch gleich mal bitten zu unterschreiben. Ui. Auf unserer neuen Wand. Oh, ganz modern hier. Ja. So. Egal. Sehr schön. Ist heute fertig geworden, hat Thomas Nummer 2 gebaut von seinen eigenen Sachen, die er unten im Keller hatte. Und die ist richtig gut geworden, finde ich. Super. Ja. Wollen wir mal hingehen, wo wir ein bisschen reden können? Da können wir auch die Maske ausziehen. Ja. Ich folge euch. Ja. Hallo. Hallo. Da sind wir im Büro. Machen wir einmal das Licht an. Ja, wir haben... Voll den Aufruf zusätzlich, was die Ukraine-Sachen angeht. Wir sammeln ja momentan von Markus und Wilhelm für die Stadt Hürth und auch von der Stadt Erftstadt gab es heute den Hilfeaufruf für die Partnerstadt in Polen. Da dürfen wir einmal vorstellen. Ja, ich bin Michael Rohmeier, ich bin Vorsitzender des Freundeskreises Erftstadt-Jelenia-Góra. Jelenia-Góra, früher Hirschberg im Riesengebirge in Niederschlesien, ist die Partnerstadt von Erftstadt seit 1991 und wir organisieren die Städtepartnerschaft, so das Tägliche, was da gemacht wird, alles Mögliche. Und wir haben vor 2 Tagen einen Hilferuf aus der Partnerstadt bekommen. Da sind mittlerweile schon über 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen und es werden täglich mehr. Und die Stadt kommt jetzt so langsam an ihre Grenzen. Bisher haben die Leute in Privathäusern und in Hotels, wo eben freie Zimmer waren, untergebracht. Das ist jetzt ziemlich voll. Jetzt werden also so Turnhallen und andere Flächen belegt. Dafür brauchen die Feldbetten, alles, was man zum Schlafen braucht, Hygieneartikel. Man kann sich ja vorstellen, die Leute sind teilweise mit einer Tasche durch die ganze Ukraine geflüchtet, bis sie dann in Polen angekommen sind und also alles das, was so Leute brauchen, die gerade frisch angekommen sind, das wollen wir dann auch gemeinsam hier mit der Hochwasserhilfe, mit der Stadt Erftstadt, mit der wir da sehr eng auch zusammenarbeiten natürlich, wollen wir dann auch mit Hilfstransporten in die Partnerstadt bringen, so schnell wie möglich. Wir gehen davon aus, dass die Situation sich noch weiter zuspitzt, dass also auch die Zahl der Flüchtlinge zunimmt und insofern ist das jetzt auch ganz eilig, dass da was passiert und ich finde es ganz toll, dass hier das Lager, das bisher eben hauptsächlich ja für die Hochwassergeschädigten tätig war, sich jetzt auch dieses Themas angenommen hat. Das finde ich wirklich ganz gut.
Ja, ich meine, wir haben die Infrastruktur hier bei Baustoffspenden Erftstadt eh gegeben. Das heißt, wir haben die Hotlines online, wir haben die Seiten. Wir haben direkt an den ersten Tagen auch schon die Stadt Fürth unterstützt, Markus und Wilhelm mit ihren Aktionen und auch den Mike Menke, der selber sogar in die Ukraine runterfährt und jetzt auch noch die Partnerstadt von Erftstadt. Und ich denke, da ist der Aufruf auch super wichtig, gerade bei der Anzahl der Menschen, wenn man hört, wie es ist. Es werden gebraucht Betten, Feldbetten, es werden Kopfkissen und Decken gebraucht, sind andere Bedarfe, als die wir jetzt teilweise auch draufstehen haben. Die Bedarfslisten findet ihr auf Baustoffspenden Erftstadt und auf Tibor Schadi Freiwilliges Krisenmanagement. Und ich denke, zusammen werden wir das schaffen. Wir haben den ASB noch mit an Bord, der uns hier auch unterstützt in Erftstadt. Wir haben Markus an der Seite, der auch immer wirklich ja mit Rat und Tat zur Seite steht, genau wie Wilhelm. Wir haben gestern für Wilhelm beispielsweise einen ganzen Sattelzug losgeschickt. Der ist ja heute Abend, glaube ich, soweit ich weiß, ist er unterwegs. Ne? Ich muss mich da mal gerade mit einklinken. Ja. Moment, ich schalte mal so rum. Also, der Markus ist viel im Feld am Arbeiten im Moment. Der Wilhelm ist eigentlich derjenige, der hier wirklich aktiv ist. Und wichtige Info, Wilhelm schaut nämlich mit Sicherheit, der guckt zu. Wilhelm guckt zu. Ich habe noch eine Info für euch. Wilhelm, hör mal gerade weg. Also Wilhelm hat morgen Geburtstag. Zu spät. Okay. Hat er, ja. Hat er. Da lassen wir uns noch was einfallen. Zu seinem Geburtstag ist er nicht zu Hause. Ist er nicht zu Hause. Er ist wirklich auf dem Weg nach Polen. Wir fahren heute um 19 Uhr los. Ja, richtig. Und werden wahrscheinlich heute Mitternacht irgendwann an der Grenze sein und dann fahren die, glaube ich, zu Jacek rüber, ne? Zum Jacek. Ja. Also die Aktionen funktionieren eigentlich hervorragend, wenn man jetzt Partnerstädte hat wie ihr, weil genau nach Bedarf gespendet wird. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Wir wollen nicht einfach irgendwas hinfahren, sondern genau nach Bedarf. Ich schalte jetzt wieder rum. Der Wilhelm kann jetzt auch wieder zuschauen. Es wird genau nach Bedarf gespendet. Wie geht das jetzt? Jetzt habe ich so ein Feldbett zu Hause stehen oder so ein Campingbett. Genau. Ich will das euch jetzt bringen. Mhm. Wann nehmt ihr das an? Ganz einfach. Wir haben hier die Öffnungszeiten mit Baustoffspenden Erftstadt montags, mittwochs, freitags sowohl von 12 bis 19 Uhr oder auch am Samstag, wie zum Beispiel morgen, von 8 bis 14 Uhr sind wir hier und nehmen an. Das sind die Zeiten, wo wir definitiv immer da sind. Zwischendurch gibt es auch mal Tage, wo wir sagen, wir machen spontan nochmal mit auf. Ja, da könnt ihr anliefern. Wir haben auch eine Hotline geschaltet, die findet ihr auf Baustoffspenden Erftstadt. Die Hotline ist auch permanent besetzt. Von 9 bis 18 Uhr könnt ihr dort anrufen und da werden auch Fragen beantwortet. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wird es gebraucht oder wird es nicht gebraucht. Ja. Wenn ich jetzt so ein Feldbett bringen möchte und ich sehe hier die lange Menschenschlange, muss ich mich da anstellen? Nein, wie läuft gar nicht. Das? Die lange Menschenschlange, die gerade draußen ist, ist für Baustoffspenden Erftstadt. Die Flutbetroffenen, die bitte unbedingt nicht vergessen werden sollen. Auch das Thema ist super, super wichtig. Die Schlange, wie gesagt, ist nur für Baustoffspenden. Wir haben drüben die Halle 3, die gucken wir uns auch gleich mal an. Da wird nämlich gepackt für die Ukraine und für Polen. Und da haben wir auch schon die ersten Paletten für euch übrigens fertig. Der Mike Menke wurde heute auch beliefert mit Krankenhausutensilien und medizinischen Produkten. Die Tour ist gerade auf dem Weg nach Paderborn und geht mit Mike dann auch nächste Woche direkt wieder runter in die Ukraine selber. Zum Bedarf wollte ich noch was sagen. Also neben allem, was Schlafen betrifft, Hygieneartikel natürlich, das sind vor allem Frauen und Kinder, die da ankommen, Kinder und Jugendliche. Das heißt also auch so Dinge wie Windeln und andere Hygieneartikel, alles das, was man dafür braucht, ist natürlich auch dann herzlich willkommen und wird gebraucht. Ja, also ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, wir haben ja jetzt 5 Leute aus der Ukraine aufgenommen und ich war eben kurz zu Hause, hatte noch einen Termin mit dem Steuerberater. Es wurde nebenan gebacken, ja, also die ukrainische Familie, was heißt Familie, ist ja nur die Frau mit 2 Kindern. Ein Teil der Familie hat dann gebacken. Die andere Familie ist dann mit Paula zum Ponyclub gefahren. Paula, Lisa und noch eine Freundin, die Maren. Die 3 Kids sind beim Ponyclub und es ist eine Freude, muss man schon sagen. Ja, also es macht einfach Spaß. Es ist natürlich eine Katastrophe. Bitte geht nicht davon aus, dass die jetzt hier sind, um Spaß zu haben. Und es ist, die Frauen sind zum Teil, ja, wie soll ich sagen, ne? Die Angst spielt immer mit, dass das den Männern gut geht oder ob es den Männern gut geht oder nicht. Und dementsprechend müssen wir da auch gut drauf vorbereitet sein. Also wenn hier Menschen hinkommen, dann muss man ja damit rechnen können, dass die auch vielleicht traumatisiert sind. Wie gesagt, ich habe Kontakte nach Berlin auch zu jemandem, der eine Familie aufgenommen hat oder ja eine Frau mit 2 Kindern. Es ist wohl ein Problem auch mit der Schule. Ja, das läuft wohl alles schief mit Anmelden in Berlin. Ich spreche jetzt von Berlin. Es ist wohl auch eine Katastrophe. Da hoffen wir, dass die Ämter da noch schnell nacharbeiten und nachjustieren, dass man da nicht so viel Aufwand mit hat. Aber
grundsätzlich läuft die Sache wirklich gut, muss man schon sagen. Ich möchte auch ein Video bei uns in Fliehstehen machen, wo ich ja ursprünglich herkomme, wo meine Mutter wohnt, wo eben die drei aufgenommen wurden. Da sind jetzt insgesamt, ich glaube, 4 Familien. Und es wird sich super gekümmert. Mit der Frau Hülsewig würde ich gerne ein Video machen, weil die übernimmt da im Prinzip alles. Man ruft die an und die kümmert sich um alles. Also mega Ortsvorsteherin. Wollte ich mal von hier aus loswerden. Aber jetzt geht's zum eigentlichen Thema. Obwohl, das war ja auch das eigentliche Thema, nur mal wieder abgedriftet. Wollen wir uns mal anschauen, wo das Ganze gepackt wird? Ja. Dann müssen wir nur einmal die Masken bitte aufziehen. So. Gehen wir mal durch die Baustoffhallen durch. Du kennst das jetzt schon, Markus, du warst jetzt schon öfter hier. Ist jedes Mal für mich eine Freude, das hier zu sehen. Vor allem die Menschen draußen, die jetzt hier reinkommen. Ihr habt gerade geöffnet um 17 Uhr. Genau, ja? Richtig. 17 Uhr wird geöffnet. Und dann werden die Baustoffe ausgegeben. Jeder hat einen Kundenberater bei sich, der beraten kann, der die Leute durchbegleitet. Es wird die Bedürftigkeit vorne geprüft mit den Flutbescheinigungen und Original und dem Personalausweis, wie du siehst. Auch die eine oder andere neue Ware ist dabei. Das sieht immer recht toll aus, aber es gibt auch super viele Sachen, die fehlen. Da kann vielleicht Thomas nachher mal was von der Bedarfsliste noch erzählen, was wir bei Baustoffspenden erhaltet noch so brauchen im Moment. Ja. So. Auch drüben die Sachware immer wieder sehenswert. Wahnsinn. Das sind schon Werte, die hier stehen. Ja, und ganz neu, seit heute haben wir eine Papierpresse. Hat folgenden Vorteil. Wir können die Entsorgungskosten sparen. Das, was hier an Pappe und auch an Kunststoff gepresst wird, wird von einer Firma wieder reinvestiert in Baustoffe, die den Flutbetroffenen hier in NRW und in anderen Regionen wieder zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben auch den grünen Daumen dann, ist also der Ökokreislauf bzw. Wirtschaftskreislauf wieder ein bisschen mehr angeschoben. Ja. Ganz tolle Geschichte. Muss ich mir mal anschauen, wenn die läuft. Ja. Haben wir ein ganz tolles Video heute gesehen. Also hier hat gerade jemand geschrieben, hat ja nicht jeder einen Ponyhof? Nein, die Kids sind nicht bei uns reiten, sondern bei einer Reitschule. Es ist nicht so, als wenn wir da bei uns jetzt das Eldorado haben für Kinder, weil die noch klein sind und dementsprechend in einer professionellen Reitschule Unterricht kriegen. Ja. Ja, hier werden aktuell die Ukraine-Spenden zusammengepackt. Das heißt, wir haben die Sortierung hier. Wir freuen uns, wenn auch morgen am Samstag zwischen 8 bis 14 Uhr, gerne auch bis 15 Uhr, Menschen kommen, die hier noch spenden in Erftstadt. Das ist jetzt eine Spenderin hier? Nein, nicht Spenderin. Wird sortiert. Genau. Helferin. Okay. Wird sortiert. Ja, und hier drüben beispielsweise, da sieht man die Sachen, die zu Wilhelm wieder gehen. Dann die Stadt Hürth, die ihre Partnerstadt hat. Und hier sind auch schon die ersten Paletten. Ja, super. Jelena Gora, Partnerstadt, ja, Stadt Erftstadt. Wo ist das Jelena Gora? Mir sagt das was. Weil ich fahre immer Richtung Jelena Gora, wenn ich zu Jacek fahre. Aber das ist Masuren, das ist... Nein, also wenn man nach Görlitz fährt, ja, ne, an die Grenze, dann die polnische Bundesstraße 30 nach rechts Richtung tschechische Grenze, Riesengebirge. Ah, das ist eine andere Hirschberg, Richtung. Ja, ja. Das war früher Hirschberg im Riesengebirge, heute Jelena Gora, ist nur die polnische Übersetzung im Prinzip, heißt genau das gleiche, Hirschberg, nur auf Polnisch. Okay. Und nur 65 Kilometer von der Grenze weg. Also ganz in Südpolen an der, ja, tschechischen Grenze. Nee, ich fahre ja nach oben, nach Nord. Ja, 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 hier drüben geht es auch weiter. Wir hatten heute einen Feuerwehrtrupp hier, der wirklich sehr, sehr viele Lieferungen auch toll, angebracht, ja, angebracht hat. Super, also wirklich, wirklich gut. Das ist schon eine ganze Menge. Ne? Ja. Ja, aber vielleicht. Das reicht noch nicht. Nein. Es muss noch mehr werden. Ja. Ja, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen. Also wir haben jetzt vor, je nachdem wie viel dann so zusammenkommt, wollen wir eben einen oder mehrere LKWs nach Jelena Gora schicken. Erst das, was jetzt in den nächsten Tagen zusammenkommt, aber dann später auch noch mehr, je nachdem, weil wir davon ausgehen, dass die Situation die ganzen nächsten Wochen noch weiter, ja, den Bedarf erhöhen wird. Und insofern wollen wir da dann die Zusammenarbeit auf die Art und Weise starten, aber dann weitermachen. Ja. Und ja, bitten herzlich drum. Alles das, was so angesprochen wurde vorhin, wird unbedingt benötigt. Ruhig nochmal wiederholen. Ja, genau. Also das Fernsehen lebt von Wiederholungen. Man sieht hier Decken, Kopfkissen, Schlafsäcke, Kindersachen. Alles das, was jemand, der wirklich nur mit einem Koffer oder einer Tasche in der Hand aus dem Kriegsgebiet geflüchtet ist, kann man sich ja vorstellen,
was der an täglichem Bedarf braucht. Ja, ein bisschen Kinderspielzeug kann auch nicht schaden, würde ich mal denken, für kleine Kinder. Alles das ist herzlich willkommen und wird dann dahin gefahren. Wissen Sie, zusätzlich werden wir mit der Stadt noch einen Spendenaufruf für Geld machen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und können natürlich Spendenbescheinigungen, die steuerlich dann auch absetzbar sind, ausstellen. Das heißt, Geldspenden, die dann wo man in Polen direkt Sachen einkaufen kann für die Flüchtlinge, sind auf jeden Fall auch herzlich willkommen. Und auf der Facebook-Seite und der Homepage der Stadt Erftstadt, auf der Homepage vom Freundeskreis Erftstadt Helena Gura, werden wir also auch die Kontonummer veröffentlichen. Wir brauchen dann nur eine Adresse oder eine E-Mail-Adresse, dann kommt die Spendenbescheinigung. Ja. So, das Ganze ist tatsächlich schon online. Ich hatte gerade mit dem Pressesprecher der Stadt Erftstadt, mit Herrn Kirchert, gesprochen. Das Ganze ist schon online bei der Stadt Erftstadt. Geht einfach mal auf die Seite drauf. Genau. Okay. Da ist auch die Kontonummer mit drauf. Ja, die Städte sind echt fix geworden, muss man sagen. Ne? Also Pflegeheim auch. Das möchte ich auch nochmal betonen. Die Zusammenarbeit von uns, vom Freundeskreis mit der Stadt Erftstadt, mit Herrn Kirchhardt, mit der Bürgermeisterin, ist wirklich sehr, sehr gut. Wir sind in ganz engem Austausch. Das funktioniert wunderbar. Kann ich nur betonen. Und das kann ich auch unterstreichen. Aber du hast es ja auch schon mehrfach gehört. Wir arbeiten seit der Woche 2 in der Flut sehr, sehr gut mit der Stadt zusammen. Also wie gesagt, sonst würde das Ganze ja auch nicht stehen. Das Ganze wird momentan noch finanziert von der Stadt Erftstadt. Auch einen schönen Dank an das RKG, die uns auch hier die Hallen zur Verfügung gestellt haben und das Ganze auch unterstützen. Ja, ohne das würde das nicht funktionieren. Ich würde mal sagen, vielen Dank an dich oder an euch, dass ihr das man braucht immer ein Zugpferd, sonst läuft es einfach nicht. Und hier stehen zwei Kaltblüter, würde ich mal sagen. Ja, aber der Motor steht da drüben und das sind die freiwilligen Helfer, die hier mit sind oder auch die Spender, wie ihr gerade seht. Das sind Pärchen, die waren eben im kleinen Auto da, haben schon geliefert, haben gesehen, was für ein Bedarf ist. Dann quatsche ich mal gerade. So. Die Wiederholungstäter können direkt nochmal. Darf ich filmen, live? Ja. Ja. Ihr seid jetzt zum zweiten Mal heute hier, habe ich gerade gehört. Genau. Wie kommt das? Was ist eure Motivation? Anderen zu helfen. Ja. Die sind selbst betroffen und wissen, wie scheiße das ist einfach. Wir selbst betroffen mit der Flut oder was? Mit der Flut, genau. Kölner Kennzeichen? In Köln? Das ist nur Firmenwagen. Ah, okay. Wir kommen aus Euskirchen. Euskirchen, okay. Und wir helfen einfach. Hab die Sachen gesehen, hab sie hingebracht. Leute freuen sich, hab gesehen, die brauchen noch mehr. Tesaband und ein bisschen Folie, Pappkartons. Ach so, ja, habe ich gesehen. 21er, weil sie sagten, das mit dem Stapeln und so, das passt nicht immer ganz. Da habe ich den Chef gefragt, ob man keine Kartons und so haben. Er hat gesagt, ja, sicher, nimm mit. Dafür gerne. Also du hast einen guten Chef. Ja, schon einen guten Chef. Repack oder was? Repack. Nicht amerikanisch, sondern einfach Repack. Okay, ihr macht Verpackung oder was? Wir machen Industrieverpackung. Ja. Maschinen, alles Mögliche. Super. Dann haben wir also die Sachen über. Ich finde das einfach grandios. Das ist genau das, was ich immer sage. Jeder tut das, was er kann. Ja. Jeder kann kreativ werden, kann überlegen, wie er helfen kann, mit was er helfen kann. Natürlich werden Kartons gebraucht. Ne? Ja, so Kleinigkeiten halt. Ne? Ja. Kartons, ein bisschen Klebeband, Stretchfolie. Da ist den Leuten mitgeholfen. Super. Wenn wir das machen können, dann gerne. Jederzeit wieder. Dann vielen Dank. Und wie sieht es bei euch privat jetzt aus mit der Flutkatastrophe? Ja, wir wohnen seit November im Wohnwagen. Eine ganz kleine Wohnung für die Kurze von uns. Die braucht ja einen Akustoma und hat eine Nachtschwester. Und ist zwar alles geräumt. Es war der Türbauer da, es hat noch einen Heizungsbauer, Estrichleger. Der Fensterbauer muss noch rein, der Aufzug muss noch gebaut werden. Also ist noch viel Arbeit. Läuft es denn so, wie ihr euch das vorstellt? Oder? Ja, viel zu langsam. Warum, woran liegt das? Die Leute sind einfach alle überlastet. Hat der Türbauer auch gesagt. Der hat einfach gesagt, wir sind einfach überlastet, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja. So viel Arbeit ist da und wie soll ich sagen, der hat die drei Leute, die da waren, haben in 3 Tagen haben die über 35 Türen eingebaut. Und das in Rekordzeit bis abends um 19 Uhr oder was, waren die da und haben alle Türen gesetzt, damit der Estrichleger reinkommt und der Heizungsbauer. Und das nächste dann, der nächste Schritt kommt. Ist denn bei euch Hilfe angekommen oder was? Oder? Ja, sehr viel. Von den Zülpischern, hier, also wir haben wirklich von überall Hilfe gekriegt. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir geben, die nehmen. Alles gut. Perfekt. Super. Danke für deine Worte. Bitteschön. Und alles Gute. Dir auch. Danke dir. Bis dann. Ciao. Das sind doch mal tolle Worte. Ne? Definitiv.
Definitiv. Also ich kann auch nur sagen, jeder, der irgendwie so ein bisschen nicht den Sinn seines Lebens gerade versteht oder irgendwas, der soll einfach hier hinkommen, soll sich hier eingliedern in solche Hilfstrupps. Und ich habe gerade wieder so ein bisschen Ahrtal-Feeling, muss ich sagen. Ne? Ich bin so ein bisschen raus gewesen jetzt, aber das hier gerade auch so ein Gespräch, bin ich einfach... Man sieht das. Was ganz, ganz wichtig ist, die Flutbetroffenen dürfen nicht vergessen werden. Das ist immer noch unser Hauptsteckenpferd hier. Nichtsdestotrotz, die Infrastruktur können wir wunderbar nutzen, um das andere momentan auch mitzumachen. Ja. Und da auch nochmal danke an den ASB, der das auch hier auch unterstützt. Und es gibt ihm jetzt auch ein paar neue Infos noch, wie es hier weitergeht mit Baustoffspenden in Erfstadt. Ich hoffe, dass es bald so weitergeht, verkünden kann. Ja. Das hoffen wir alle. Ja, wir haben auch vorne die Paletten, kannst du gerne mal schauen. Die sind auch bei euch, habe ich gerade schon gesehen. Lebensmittel, Bettwäsche, Damen, also das, was du an Bedarf auch gerade schon gesagt hast, konnten wir auch schon zusammenstellen. Wichtig halt das Thema Feldbetten, Matratzen. Bei den Matratzen natürlich, die sollen noch so sein, dass man sie auch noch weiter benutzen kann. Ne? Also Thema Hygiene ist ein wichtiges Thema. Aber wenn ihr was habt, wo ihr sagen würdet, das würde ich auch noch selber für mich verwenden, bringt es uns gerne her für die Betroffenen. Ja. Und ja, was auch noch ein Aufruf war, was ich gerade gehört habe, Transportmöglichkeiten. Ich sag mal, das ist ja auch mit so einem deiner Steckenpferde, Markus. Es werden auch noch LKWs gebraucht, die nach Polen runterfahren. Ich denke mal Dienstag, Mittwoch nächster Woche. Da würden wir noch einen Termin festlegen, da der Aufruf, wer ein LKW, wer ein Tieflader, einen Sattelzug hat und Sachen mit aufladen kann an gezielten Orten, nämlich nach Jelena Gora. Der meldet sich gerne auch bei uns bei der Hotline. Und dann würden wir gerne den Transport irgendwie organisieren. Ja, also wir kämpfen auch gerade dafür, dass wir wieder hier Werbung schalten bei Facebook. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da probieren jetzt gerade Experten, das irgendwie hinzukriegen. Weil durch die Werbeeinnahmen könnte ich meinen LKW auch wieder laufen lassen. Ne? Wir sind also voll im Minus, was jetzt die Hilfe angeht, weil wir die Werbung deaktiviert hatten. Probieren die wieder zu aktivieren und dann kann ich auch sagen, so, der LKW fährt jetzt mal eine Tour auf Werbeeinnahmen. Das heißt, wenn das soweit ist, sage ich euch Bescheid und dann könnt ihr wieder alle von morgens bis abends die Videos laufen lassen. Die Facebook-Probleme haben wir übrigens auch, weil auch auf Forschungsstellen Erfstadt oder auf meiner Seite, manche können es nicht liken, manche können es nicht anklicken, manchmal ist was blockiert. Das ist komisch, ne? Das ist, wenn zu viel Frequenz dann draufkommt auf einmal anscheinend. Ich weiß auch nicht, woran es denn liegt, aber man kriegt von Facebook auch keine Antwort. Nee, also das ist ein amerikanischer Konzern. Du auch und nicht bei deiner Stadtzeit? Nee. Das ist eine Katastrophe. Und es ist für jeden gleichgeschaltet. Du hast keine Möglichkeit, irgendwen anzurufen oder so. Es geht alles nur über E-Mail. Dann dauert das 2 Wochen oder auch 3 Wochen, bis du mal eine Antwort kriegst. Super. Und ein Hinweis, dass du irgendwas anderes... Aber es ist wirklich katastrophal. Da arbeiten wir dran. Wenn einer Connections hat von euch, einfach Bescheid sagen, bitte. Und dann geht's wieder los. Dann würde ich meinen Sattelzug auch wieder ins Rennen schicken. Der fährt im Moment bei uns Baustellen. Wir müssen auch ein bisschen Geld zu Hause verdienen. Aber der kann ja auch mal eine Tour fahren. Ja. So, ich schalte nochmal um. Können wir noch irgendwas zum Thema Geburtstag oder so sagen? Oder gibt es da ja, lieber so nicht? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, der Wilhelm Hartmann hat morgen Geburtstag. Vielleicht gratuliert ihr ihm alle. Oder besser nicht, dann hat er zu viel. Er hat auf jeden Fall Geburtstag. Ich werde morgen auch anrufen. Er wird ja unterwegs sein Richtung Polen. Hat auch die Sattelzüge voll. Ne? Ist ja einiges geladen worden, auch hier bei uns letzte Woche und von vielen anderen. Ich glaube, vom Tobi Schott waren viele Sachen noch mit dabei. Ja. Und von, ich habe es jetzt nicht genau bestimmt, weil ich kann die Videos momentan auch nicht schauen. Wir sind ja auch nonstop am Arbeiten. Ich habe auch wenig mitgekriegt irgendwie. Ja. Das, aber es ist schon verrückt, dass alle, die du aus dem Ahrtal kennst, irgendwie sind alle doch jetzt auch mit da dran. Ne? Klar. Das ist schon verrückt. Ja. Naja. Ja, wir können auch gerne mal draußen schauen, wie das Außengelände im Moment aussieht. Wir haben heute einen neuen Stapler von der Firma Bulls Rental bekommen. Der kam jetzt in den Abendstunden, so dass wir auch hier wieder heute Nacht aufladen können. Und hier kommen wieder Hilfsgüter? Da kommen wieder Hilfsgüter jetzt. Warte mal, das interessiert mich ja immer. Frag. Das tut mir leid. Alles gut. Kisten wieder leer räumen wollen und wir die wieder mitnehmen. Wenn Sie die wieder haben, dann räumen wir die schnell um. Wenn Sie möchten, also das ist jetzt nicht für... Also wir können die sowieso um, weil... Also wenn Sie wollen, nehme ich die mit und werft wieder Neues rein. Wie Sie möchten. Hallo, darf ich ein bisschen mitfilmen? Das ist gerade ein Live-Video. Aber uns nicht mit. Euch nicht, nee, ich habe nur noch oben gefilmt. Zwei Kartons, wenn Sie möchten. Okay, also hier kommen gerade wieder Hilfsgüter an. Die Damen wollen nicht gefilmt werden und dementsprechend gehe ich dann jetzt lieber raus. Man kommt hier einfach mit dem Auto hin, lädt ab und man muss sich nicht draußen in die Schlange stellen, ganz wichtig. Ja.
So. Hier draußen geht es ja weiter mit dem Außengelände. Hallo. Hi. Mini, die Hotline macht übrigens. Der Sven, der mit Stapler fährt. Stapler Sven und Mini Hotline. Wenn man die packt, die jetzt hier auch Spenden mitgebracht hat, vor allem Verpackungsmaterial, was du gerade gefilmt hattest. Hier lacht gerade einer. Ich hätte Kekse gesehen, das stimmt Kekse? Sogar. Firma Riemo und Sohn ist auch mit dabei? Ich glaube nicht, nein. Nicht? Wahrscheinlich auch jemand, der von der Flut betroffen ist. Ah. Sand habe ich gerade gesehen, genau, der sah von weitem aus wie Reitplatzsand, der gelbe da hinten. Ich kann dir gar nicht sagen, welche Körnung das ist. Sand hieß auch jetzt für die Baustellen. Wir haben Holz als Brennholz da, wir haben Kohle, hallo. Fenster sind da. Ja, gibt also einiges. Wir haben Gipsbetonsteine hier und es gibt trotzdem noch ganz, ganz viele Sachen, die Bedarf sind. Klassiker wie Fliesenkleber, wie grüner Rigips, der permanent aus ist. Holz, ein sehr, sehr enges Thema, Kanthölzer, Dachlatten, das sind so Sachen, die wirklich permanent fehlen. Da kann uns Thomas gleich ein bisschen zu erzählen. Thomas kommt so auf. Reithänger wird auch immer gerne zum Transport genommen. Der scheint auch elektrisch. Brennholz. Genau. So, und dann schauen wir mal, ob wir den Thomas finden. Vielleicht kann der uns noch ein bisschen was über die Saatliste erzählen. Da sind auch wieder neue Leute gekommen. Hier seht ihr die Schlange. Voller. Mittlerweile verteilt sich das auch, die Leute wissen, dass sie von den Uhrzeiten. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Genau, du kannst einmal ins Farbenparadies durch und dann suche ich mal den Thomas. So, Farbenparadies, ich ziehe mal gerade meine Maske wieder an. Da haben wir die Fredo, die das hier führt im Moment. Fredo! Also hier geht es weiter mit dem Lager, nicht nur hinten das, sondern das hier sieht man alles im Vorbeifahren, weil hier die Ausstellung eigentlich ist. Hier standen vorher Autos. Hallo? Und jetzt stehen hier Duschwannen und alles Mögliche für den Bedarf im Badezimmer. Also echt reichhaltiges Angebot hier. Badewannen. Dämmmaterial. Ja, also hier könnt ihr überall was finden für die Renovierungsarbeiten. Hallo. Ja, hier wird immer fleißig verschenkt. Das ist die Fredo, die leitet unser Farbenparadies. Deshalb sagen wir mal Fredos Farbenparadies dazu. Und die Fredo hat, glaube ich, auch ein paar Wünsche, oder? Ja, natürlich. Farbe, weiße Farbe, definitiv. Quast haben wir gar keinen mehr. Malerflies haben wir gar keinen mehr. Silikon. Sanitärsilikon haben wir auch gar keinen mehr. Also am liebsten weiß oder durchsichtig. Tapetenband, also diese doppelseitigen Klebeband. Ja. Ja. Und Pinsel aller Art ist immer gut. Wir haben zum Beispiel gar keine Eckenpinsel mehr, diese lange gebogenen Rollen. Wir haben nur noch die Rollen an sich, aber keine Bügel mehr. Alle solche Sachen. Wie kommt es, dass du hier bist und das hier machst? Weil ich ein gutes Gefühl dabei habe, wenn ich denn helfen kann. Und wie oft bist du hier? Eigentlich viel zu oft. Immer? Eigentlich fast jedes Mal, wenn ich auf bin. Ja, super. Danke dir. Bitteschön. Ne? Man sieht 7 Monate, fast 8 Monate nach der Flut, wenn man draußen schaut, die Schlange. Das heißt, die Hilfe ist immer noch nötig. Ja. Also die Schlange geht hier am ganzen Fenster vorbei. Ja, auch das, was die Stadt sagt und was die Stadt auch erkannt hat hier in Erfstadt. Und wie gesagt, wir sind für alle da in NRW und auch in anderen Regionen. Jeder, der bedürftig ist und in der Flut betroffen ist, kann mit der Bescheinigung und allen Voraussetzungen, die man auf Baustoffspenden Erfstadt findet, hier hinkommen und kriegt kostenfrei Ware im Haushalt für sich einen Mensch. Ja. Ja, da haben wir Thomas. Hi Thomas. Ja, Thomas könnte uns vielleicht auch ein bisschen was erzählen über die Bedarfsliste. Wollen wir mal nach draußen? Genau, da haben wir noch mehr Ruhe. Nicht quatsche, mache. Habe ich den ersten Teil vom Gespräch nicht mitbekommen. Wie weit seid ihr denn schon gekommen? Du kannst eigentlich von vorne anfangen. Ja.
Dann fangen wir mal hier vorne an. Da haben wir direkt da hinten den Elektrobereich. Wir brauchen generell immer alles an Kabeln. Ob das NIM-Kabel in 3x1,5 Quadratmillimeter oder 5x1,5 Quadratmillimeter sind. Wir brauchen Sicherungen, wir brauchen Vago-Klemmen. Alles für Elektroinstallationen vornehmen zu können. Schrauben, Dübel, egal ob das 6er, 8er, 10er, 12er, 14er sind, können wir immer gebrauchen. Wir brauchen Trockenbaumaterialien, komplette Systeme, quasi bei den Basics angefangen, am Boden angefangen mit Entkopplungsband. Wir brauchen die Alu-Systeme, vertikal und horizontal. Wir brauchen Rigipsplatten, ob die Feuchtraum sind oder Trockenraum, beides. Sackwaren, Estrichbeton, wir brauchen Fliesenkleber, wir brauchen Fugenmaterial, wir brauchen Mörtel, wir brauchen Lehmputz, also einiges. Umfangreich, man kann sich das gar nicht vorstellen, so viel wie hier rausgeht jeden Tag, so viel brauchen wir natürlich auch wieder als Masse, die dann hinterherkommt, damit wir immer kontinuierlich weiter hier unterstützen können. Wir brauchen Konstruktionshölzer, ob das Dachlatten sind, egal in welchen Formen und Maßen. Wir brauchen Kanthölzer, damit man sich da was bauen kann. Wir brauchen Verschalungsbretter. Wir brauchen Bretter, die eingefasst sind in Metall, um was verschalen zu können. Also wenn ich jetzt das Video hier gerade zuschaue aus Süddeutschland, ich habe jetzt einen Sattelzug, ich habe Freunde, die jetzt spenden wollen. Genau. Wie gehe ich dann vor? Ich möchte dir jetzt einen kompletten Sattelzug mit Material bringen. Wie geht's dann los? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bei uns auf der Hotline anrufen. Die können wir nochmal nachher bei Facebook verlinken. Oder eben eine E-Mail schreiben an baustoffspenden-erftstadt@gmx.de und dann können wir alles weitere kommunizieren, in die Wege leiten, den Transport regeln, die kompletten Abläufe regeln, die Lieferung avisieren. Wir können über Spendenquittungen sprechen, die wir ausstellen können. Ja, ja. Also alles perfekt geregelt, ja, sozusagen. Genau. Ja. Ihr macht das ja nicht zum ersten Mal. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Thomas macht das super gut, auch was die Bedarfe angeht. Thomas macht auch immer die Zwischeninventuren, was wirklich super, super viel Arbeit ist. Da auch nochmal vielen Dank an den Thomas. Ja, und es gibt ganz viele, viele weitere andere Helfer, die dabei sind. Ne? Also wir haben mittlerweile einen Stamm von insgesamt über 150 Leuten, die je nach Bedarf hier vorbeikommen. Ne? Leute, die uns unterstützen von hier, von der Ferne. Leute bei den Admins, beispielsweise bei mir, die Sarah Lindenlauf, die bei mir die Seite momentan macht, die kommt nachher übrigens auch vorbei. Lieben Gruß, Sarah, du schaust bestimmt zu. Ja, wie gesagt, hier in Erftstadt ist Hilfe nötig für komplett NRW und auch andere Gebiete. Baustoffspenden Erftstadt, da findet ihr alle Informationen drauf. Ich finde das einfach so grandios, was ihr hier leistet. Das ist unfassbar. Der Dank geht ans ganze Team, das hier ist. Das ist echt Wahnsinn. Und das ist immer so ein gutes Gefühl, hier hinzukommen. Ohne dich wäre das ja auch gar nicht. Nee, ich habe da nein, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Wenn wir November nicht getroffen hätten, dann wäre das hier überhaupt gar nicht entstanden. Ne? Also ja, aber das, was ihr hier wuppt, das hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Nichts, ne? Die ganze Arthur Power, die gekommen ist. Also hier haben sehr, sehr viele Leute Anteil, dass wir das so stellen konnten. Wie gesagt, auch die Stadt, ne? Auch viele verschiedene Organisationen, zum Beispiel ASB, Malteser, Johanniter, aber halt auch die ganzen Helfer aus dem Arthur. Du, Wilhelm. Ja, Beate Wimmer beispielsweise, an den Baumgartner Jörg Burkhardt, also jeder hat ja seinen Part dazu getan, Markus Zimpel beispielsweise auch. Ja. Ja, ohne das hätte das ja alles nicht starten können. Und jetzt haben wir den Stand, wie er jetzt ist. Es ist relativ viel los. Die Leute kriegen es mit, dass wir hier sind. Hier auch nochmal vielleicht der Hinweis, es gibt viele Leute, die nicht Social Media mäßig unterwegs sind. Erzählt es euren Nachbarn, erzählt es euren Bekannten. Ne, gerade auch bei den älteren Leuten, selbst in Erftstadt merken wir immer noch, dass es Leute gibt, die es noch gar nicht kennen, weil sie halt gar nicht Social Media technisch das gesehen haben. Da probieren wir zukünftig auch über Zeitungen und über Radio zu gehen, um halt wirklich zu sagen, wir sind hier, wir helfen immer noch, auch 7 bzw. 8 Monate jetzt nach der Flut. Dann, ne. Was schätzt ihr, wie lange ihr die Hilfe hier noch bieten wollt oder könnt? Gut, also wir gehen davon aus, dass die Hilfe auf jeden Fall mindestens für ein Jahr, wenn nicht anderthalb oder noch länger vonnöten sein wird. Heute haben wir, glaube ich, Tag 240. Wow. Ne, übrigens haben wir auch hier in Erftstadt 2 5-Euro-Häuser. Ich gehe davon aus, dass demnächst auch das dritte noch mit dazukommt. Ich hätte schon was im Auge. Ja. Ich finde das grandios, wirklich. Und meine persönliche Einschätzung war ja auch oben fürs Baustoffzelt und die ganze Aktion auch so schätzungsweise 2 Jahre. Aber im Ahrtal weiß ich nicht, ob das da jetzt noch möglich ist. Es sieht irgendwie alles nicht mehr so gut aus. Was man so mitkriegt, ne? Also Möbellager entsteht, glaube ich, nicht. Okay.
Die Nachrichten sind nicht die besten. Mein Bagger kommt heute nach Hause. Ich kann ihn auch nicht länger laufen lassen, kostenfrei. Ich hatte irgendwann mal einen Auftrag im September mit dem Bagger, glaube ich. Und seitdem ist er im Prinzip da am Laufen, ohne Bezahlung. Aber wenn wir jetzt den Sprit selber tragen müssen, das funktioniert nicht mehr. Ne? Ich kann mir nicht die Maschinen alle runterfahren. Ich muss den Schlepperfahrer bezahlen. Ne? Also der kleine Schwarze kommt jetzt auch nach Hause. Es ist von meiner Seite aus finanziell nicht mehr möglich. Ich kann nicht noch den Sprit bezahlen, muss den Fahrer bezahlen und alles. Ich muss sagen, jede Hilfe, die jetzt auch von deinem Bagger und von den Geräten kam hier in Erfstadt, die war kostenfrei. Das muss man auch mal ganz klar betonen. Das heißt, ne, sei es in verschiedenen Ortszellen, wo er im Einsatz war, sei es in den ersten Tagen, weil ich war auch hier unten gewesen. Ja. Das war eine kostenfreie Hilfe mit einem drum und dran. Ne, da gehen Firmen, die Unternehmer sind an ihre Schmerzgrenzen, auch bei allen Sachen. Ne, ich hatte vor, als wir in Stellung gegangen sind, hatten wir das eine Mal telefoniert, wo ich mir Tipps geholt hatte, wie gehen wir mit Baggern, Maschinen um, wie kippen wir Müll ab. Da hast du mir einen Tipp über das Telefon gegeben, wie wir das ganze Thema angehen. Diese Maschinen, die im Einsatz waren, die sind hier kostenfrei gelaufen. Die Stadt und auch die Bundeswehr und auch die Feuerwehr Erfstadt hat hier die Betankung übernommen in den Tagen nach der Flut. Aber die Baumaschinen sind kostenfrei gelaufen von den ganzen Flut. Da muss man auch immer noch sagen, vielen Dank dafür. Aber so ist es natürlich auch dauerhaft ja, schwer tragbar oder gar nicht tragbar. Jetzt kostet alles Geld. Ich wusste vor allem nicht, was so ein Baggerreifen oder sowas kostet. Ja. Das sind Tausende von Euros teilweise für manche Reifen, je nach Größe. Das ist der schiere Wahnsinn. Die Spritkosten reden wir gar nicht von, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Nee, wir haben das ja auch gerne gemacht. Ne? Also wirklich, ich habe mich immer gefreut, wenn die Maschinen in Anspruch genommen wurden, wenn sie geholt wurden. Da waren so viele Leute, die den Bagger benutzt haben, die kenne ich ja alle gar nicht. Ne? Tio Huber zum Beispiel, da haben wir auch eine Weste für dich. Die wollte er dir unbedingt zukommen lassen, die liegt drin bei uns im Büro. Ist das der eine Auszeichnung jetzt gekriegt hat? Theo? Also Theo Huber hatte auch den schwarzen, den Teleskoplader gefahren. Ah, okay. In der Biesheim-Baustelle. Ja. Ja. Ja, so ändern sich die Zeiten so ein bisschen. Ich meine, ich bin jetzt mit der Sämaschine irgendwann im Tal unterwegs und ich werde auch weiterhin da helfen und so, aber. Genau, es soll grün werden. Ne? Grün und grün. Ja, ich glaube, dann sind wir so langsam durch. Ne? Wie gesagt, lass die Hilfe für die Flutbetroffenen nicht einschlafen. Sowohl Helfer als auch Spenden werden überall noch genommen. Das ganze Thema geht weiter. Ukraine geht auch weiter. Beide sind wichtige Themen. Wenn ihr helfen könnt, egal in welcher Form, helft einfach. Ja. So, ja, mit den beeindruckenden Bildern verabschiede ich mich jetzt hier aus Erftstadt. Ich muss jetzt gleich auch wieder nach Hause und ich kann nur sagen, ich bin jedes Mal wirklich schwer beeindruckt und wir haben ständig Kontakt, Tibo und ich. Ich kann im Moment recht wenig machen, ich muss zu Hause viel arbeiten und es ist doch einiges aufzuholen, was liegen geblieben ist die letzten 7 Monate. Heute war es super schön zu Hause an der Burg, auch mit den Mitarbeitern zusammengesessen, geredet, was jetzt ansteht und. Trotzdem bleiben wir alle mit dabei bei der Hilfe, aber die Hilfe ändert sich. Wir kennen Helfer Shuttle 2.0, Markus Wipperfürth ist jetzt auch 2.0, würde ich sagen, und Wilhelm, der ändert ja jeden Tag seine Zahl vorne, das ist echt der Hammer, was der auf die Beine stellt, ist einfach grandios. So, das wollte ich nur noch kurz loswerden. Die Hilfe bleibt für die Flutbetroffenen und auch natürlich für die Katastrophe oder für den Krieg in der Ukraine. Aber die Hilfe ändert sich bei uns jetzt speziell für die Flutbetroffenen, weil wir jetzt andere Wege sozusagen beschreiten. In dem Sinne, bitte spendet weiter. Es wird noch viel Hilfe benötigt und vor allem das, was in der Ukraine passiert, das kann man gar nicht so in Zahlen fassen. Wir wissen nicht, wie viele Leute kommen, Hilfe brauchen. Und man hört immer Zahlen bis zu 15 Kilometern, dass die Leute sich an den Grenzen aufstauen. Also Frauen mit Kindern, muss man sagen. Und das bei einer Temperatur unterm Gefrierpunkt stundenlang warten. Und das sind wirklich Horrorgeschichten, die wir da mitkriegen. Ja. Ich denke, zusammen können wir viel erreichen und hier wird gerade Holz eingeladen. Es ist einfach grandios, was hier gerade im Moment stattfindet. Hier wird Sackware eingeladen und wir sehen einfach, da ist eine Riesenschlange mit Menschen immer noch. Wir sehen einfach, dass die Hilfe benötigt wird und ich kann auch immer nur appellieren an alle Politiker, an alle Verantwortlichen. Geht nicht davon aus, dass wir keine Hilfe mehr brauchen. Unterstützt die Menschen. Viele Menschen
haben nicht die Kraft, sich zu äußern. Die haben mal gerade die Kraft, weiterzumachen, und die können wir nicht hängen lassen. Es kommen viele Nachrichten bei mir rein aus dem Ahrtal von Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen, wie es weitergehen soll. Es sollen Versorgungspunkte geschlossen werden. Ein Versorgungspunkt zum Beispiel fährt 40 Essen am Tag aus, plus die Leute, die zum Versorgungspunkt kommen. Die 40 Essen gehen an Leute, die, wo der Fahrstuhl defekt ist, an ältere Leute, die nicht mehr runterkommen aus ihrer Wohnung. Das darf alles nicht aufhören. Ich weiß nicht, ob viele Verantwortliche das gar nicht wissen, aber viele Leute sind wirklich verzweifelt. Die Hilfe muss weitergehen, und wir schaffen das nur gemeinsam. In dem Sinne, macht's gut, bis später, wir hören und sehen uns. Theo Huber, ja, das passt schon, ich bin mal gespannt. Bis gleich. Theo, falls du das bist, der da die Ehrung bekommen hat von der Bundeswehr, herzlichen Glückwunsch. Bis dann, macht's gut. Ciao.